Heute ist uns passiert, dass ich die verkehrte Erinnerung gehabt habe. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass in der Meckenthaler Kirche der Tagesheilige, der heilige Christophorus, überlebensgroß dargestellt wird als Wandmalerei. Und dabei hat sich, wie ich hergekommen bin, herausgestellt, der Christophorus ist in der Hofkirche dargebracht. Jetzt müssen wir halt ein bisschen beim Abendimpuls umdenken. Das vom heiligen Christophorus erzähle ich euch ein anderes Mal. Aber hier findet man in der Meckenthaler Kirche Wandmalereien, die ganz weit zurückgehen und die 1922 erst bei einer Renovierung hier gefunden worden sind. Und diese Wandmalereien, sie wurden wieder ergänzt und freigelegt. Und das ist das Schöne, dass sie jetzt hier in dieser Kirche zu finden sind. Sie sind aus der Romanik, denn das kann man daran feststellen, dass diese Fenster hinterhalb der heiligen Bögen haben. Und darum müssen sie aus der Romanik sein, also vor dem 13. Jahrhundert. Und wir finden hier den heiligen Koloman. Der heilige Koloman, der wird in unserer Gegend besonders verehrt. Wir wissen St. Koloman am Tachinger See. Und der war hier in dieser Kirche auch dargestellt. Dann die Gottesmutter mit dem Jesuskind auf dem Arm. Und jetzt, was der einzelne Kirchenbesucher nicht findet, hinterm Hochaltar finden wir auch noch zwei Heilige. Und zwar die zwei Heiligen, die besonders wichtig sind für diese Kirche, nämlich der heilige Leonhard. Das Patrozinium, da wird ja das Patrozinium vom heiligen Leonhard in Meckenthal besonders gefeiert. Und der heilige Pankratius, hier als Soldat dargestellt. Dann Johannes der Täufer und der heilige Florian, der Patron der Feuerwehren, der schützen soll vom Brand. Von dieser Figur hat man die ersten Fresken gefunden und dann wurde eben aufgeklopft und man fand immer mehr und so wurde auch dieser gemahlene Wandteppich mit den Engeln auf jeder Seite ergänzt. Das ist auf jeden Fall sehenswert. Wenn ihr einmal nach Meckenthal kommt, dann schaut auch hier euch diese Fresken an. Doch jetzt wollen wir an diesem Abend auch gemeinsam wieder beten. Da gehen wir doch wieder. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht. Hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch alle an diesem Abend und in dieser Nacht. Der gute und treue Gott, es segne euch Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Singen wir mal wieder was. Nun jauchzt dem Herrn alle Welt, kommt her zu seinem Dienst euch stellt, kommt mit säumet nicht, kommt vor sein heilig Angesicht. Er kennt, dass Gott ist unser Herr, der uns erschaffen ihm zur Ehre und nicht wir selbst durch ein jeder Mensch.
wünsche euch allen einen schönen Abend, eine gesegnete Nacht. Bis morgen dann. Pfiat euch Gott.